Wenn das Unternehmen Dematic einlädt, kommen sie alle. Pressevertreter aus den Bereichen Industrie und Logistik durften im Werk in Heusenstamm das neue Imagination Center erleben. Gemeinsam mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir eröffnete Dematic Deutschland Geschäftsführerin Barbara Fladdertz den neuen Showroom. Auf 2600 Quadratmetern Ausstellungsfläche können Besucher und Interessierte Logistik hautnah erleben. Barbara Fladdertz fasst Hintergründe und Besonderheiten des neuen Centers zusammen. Die Errichtung unseres neuen Imagination Centers hat für die Dematic eine ganz besondere Bedeutung, weil wir eigentlich damit das Zeitalter der Digitalisierung noch konkreter einläuten. Und das ist das, was wir dann unseren Kunden letztendlich auch gemeinsam bieten können, indem wir mit dem Kunden zusammen die Lösung erarbeiten. Von daher auch für unseren Standort eine tolle Bedeutung. Zu unserem Imagination Center, das baut wirklich über einen Spannungsbogen auf. Wir gehen erst über die Erlebnisinseln, von denen wir drei haben, in die Richtung, um da tatsächlich rauszufinden, was sind die Kundenbedürfnisse, was ist in der Tiefe eigentlich das, was dem Kunden wichtig ist. Wodurch können wir für den Kunden Mehrwert generieren, respektive auch uns differenzieren. Wenn wir all diese Erkenntnisse durch interaktive Zusammenarbeit, vielleicht auch ein wenig spielen an den Geräten, die vorhanden sind, letztendlich herausgefunden haben, können wir anhand der interaktiven Wall, wie wir es nennen, können wir da tatsächlich dann nochmal zeigen, wie sich alles zusammensetzt. Und das Gute ist, gleichzeitig, während die Anlage installiert wird, konfigurieren wir gleichzeitig einen Film für unsere Kunden, individuell auf sie zugeschnitten, und der Kunde kann dann sein Lager letztendlich auch wirklich nochmal in einem Fly-Through erleben und mitbekommen, wie es entwickelt worden ist. Also wir hoffen schon, dass das letztendlich den Kunden einen tieferen Einblick gibt, auch seine Bedürfnisse letztendlich nochmal so ein bisschen rauszukitzeln, dass es ihm auch noch mal einfacher wird, das Ganze darzustellen. Welchen Einfluss allgemeine Trends wie der wachsende E-Commerce oder der demografische Wandel auf die Intralogistikbranche ausüben, weiß Professor Dr. Wimmer von der Bundesvereinigung Logistik. E-Commerce oder auch die gesamte digitale Transformation ist etwas, was einen großen Einfluss auf Betriebe hat und somit logischerweise auch auf sämtliche intralogistischen Anlagen. Sie haben kürzere Bedarfe, also kürzere Zeit darauf zu reagieren. Sie müssen in Echtzeit berichten können. Sie müssen eine Verknüpfung herstellen zwischen den Systemen und der IT. Ich glaube, das sind die wichtigsten Aufgaben. Wenn Sie einen demografischen Wandel haben, haben Sie eine Veränderung in der Struktur der Arbeitnehmer. Darauf muss man sich einstellen. Darauf muss man die Förderhebezeuge, die Transportmittel entsprechend einstellen, die Steuerungen einstellen. Das heißt, da ist Veränderung drin, da ist Wandel drin. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe in der Wirtschaft, darauf entsprechend zu reagieren. Und Dematic tut das ja mit zum Beispiel auch diesem Center hier. Zum Abschluss dann die Pressekonferenz. Für die Journalisten noch einmal die Gelegenheit, Verantwortliche und Macher des neuen Centers nach Details zu fragen.